Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ja, hier ist meine erste YouTube-Serie. Und in dieser Serie geht es um, warum ein Mac? Ja, das ist meine YouTube-Serie und ihr seht davon gerade den ersten Teil. Also, legen wir mal los mit den Gründen. Zuerst die Gründe, die für einen Mac sprechen. Und dann zum Schluss werde ich ein paar Vorteile aus dem Weg räumen. Also, los geht's. Einer der Gründe ist eindeutig das iLife-Paket. In iLife sind viele nennenswerte Programme, wie zum Beispiel iMovie, iPhoto, iDVD, GarageBand und noch viele, viele mehr. All diese Programme sind sehr auf den Benutzer ausgelegt und so ist das Schneiden zum Beispiel in iMovie kinderleicht. Das war ein kleiner Einblick in iLife. Als nächstes haben wir die grandiose Zusammenarbeit mit anderen Apple-Produkten. Da wäre iCloud das beste Beispiel. Mit iCloud synchronisiert ihr zum Beispiel eure Kalendertermine, Kontakte und so weiter mit eurem iPhone, iPod und iPad. Und falls ihr ein Windows Phone 7 habt, seid ihr gut aufgehoben. Microsoft hat ein Programm entwickelt, mit dem ihr alles wie Musik, Kontakte und so weiter genauso synchronisieren könnt. So, und jetzt kommen wir zum Design. Ich persönlich finde das Unibody sehr edel. Zur Erläuterung, Unibody bedeutet aus einem Teil. Das gebürstete, aus einem Stück bestehende Aluminium sieht einfach nur grandios aus und ist auf jeden Fall ein fetter Pluspunkt. Jetzt werde ich wohl einen der größten Vorteile aus dem Weg räumen, und zwar, dass man auf einem Mac nicht spielen könnte, da es so wenige interessante Spiele gäbe. Falsch, mit einer Bootcamp-Partition könnt ihr eine native Windows-Maschine einrichten. Dort könnt ihr dann eure ganzen Spiele spielen, das heißt also, nur wegen Spielen sich keinen Mac zu kaufen, ist Quatsch. Also, das war es für diese Ausgabe von der Serie Warum ein Mac? In naher Zukunft werden weitere Teile wie welcher Mac passt zu mir und warum der hohe Preis kommen. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Oder um das Video zu verbreiten, es auch gerne teilen. Also, bis dahin, abonnieren, kommentieren und ciao!